Herzlich willkommen zu Illuminati Games. Hier ist euer X-Fighter und wir spielen heute eine Runde Call of Duty Black Ops Hardcore Herrschaft. Ihr seht ja vor mir dabei ist auch Sosi. Das Ganze wieder aufgenommen vom Kino Mode. Altbekannt. Und wir spielen auf der Map Summit. Joa, das ist so ziemlich meine Lieblingsmap inzwischen eigentlich geworden, auch wenn ich am Anfang ein bisschen fehle. So kurz zur Map, ganz wichtig, das wissen die meisten, raffen das nie so wirklich, aber im Endeffekt das Team, was C hat, hat auch die größte Chance zu gewinnen, weil es von C aus wesentlich einfacher ist, B zu kriegen und zu deffen vor allem. Also sprich, das Team, was bei C spawnt, möglichst, möglichst versuchen, einfach C das zu halten. B einzunehmen ist nämlich eigentlich dann gar kein Thema mehr. Und es laggt. Ah, ist wieder weg. Wunderbar. B einnehmen geht dann quasi fast von selber. Man kann halt eben einmal von oben und von unten relativ gut Einfluss nehmen. Und wenn man halt A am Anfang hat, dann so wie wir jetzt hier gerade möglichst einfach versuchen, C direkt einzunehmen, sich gar nicht auf C konzentrieren. Und ja. Das ist halt immer das Allerschlimmste, wenn man dann trotzdem bei A spawnt, obwohl man nur C hat. Also die Spawns haben sich immer noch nicht gebessert. Und ich faile weiter. Stats inzwischen 4 zu 6. Grauenhaft, aber ich würde euch das ja nicht zeigen, wenn ich nicht wüsste, dass es ein bisschen besser wird. Ich meine, an sich ja ein bisschen schade, dass Maps so konstruiert sind, dass bestimmte Teams Vorteile haben. Wobei halt, wenn das alle Teams wissen, dann sollte das eigentlich jetzt nicht so das Thema sein. So, ich mache jetzt ein bisschen Spawn-Rapen. So. Der war ein bisschen dumm. Spawn Rape einfach aus dem Grund, weil. Okay, da bin ich gewarnt worden. Von meinem Lieblingsfreund, den Herr Rommel. Naja. Ups. Ja, Spawn Rape hatte ich nur deshalb gemacht, weil ich mit Sosi das so abgesprochen hatte, dass wir B dann wieder kriegen, weil wir es hatten, er war schon wieder am Verlieren und das Gegnerteam ein bisschen ablenken, da unser Team dann nicht so viel auf die Reihe gekriegt hat. Und ja. Und außerdem hatte ich das erste Mal den Hind auch bei mir mit drin und den wollte ich dann auch mal mir angucken. Das ist nun mal damit ziemlich schwierig. Ohne Spawn Rape in dem Spiel oder ohne Campen, was ich prinzipiell nicht mache, weil ich ja keinen Bock drauf habe. Ja, ziemlich schwierig, den sonst, finde ich, zu kriegen. Es geht dann auch mal so, aber. Boah.
So. Kommt halt direkt der Yuri da hinterher. Das ist, ja, fürs Gegnerteam dann doch ziemlich gemein gewesen, aber. Ich meine. Passiert halt. Ist dann natürlich schade für den Gegner, dass er direkt so spawnt, dass ich ihn relativ einfach treffen kann. Aber naja. Ja, man sieht trotz des massiven Unterstützung von mir B einzunehmen macht das Team nicht. Ist halt immer ein bisschen blöd. Na gut, ich muss zugeben, ich habe auch ein bisschen, also in der Zeit, wo ich nicht in der Luft war, auch ein bisschen zu wenig auf B gespielt. Weil selbst wenn C der wichtige Punkt ist, B muss man dann trotzdem schon noch holen. So. Das sieht momentan dann noch ziemlich nach einem Win für das Gegnerteam aus. Aber man weiß ja nicht, was noch passiert. Ja. Jetzt kommen die Vorräte. Ja, ich habe schon Spieler gesehen, die haben dann nicht nur Hind und Yuri drin, sondern also den Hubschrauberschützen. Ah, Mist. Ja, nicht nur Hind und Yuri drin, sondern dann auch noch zusätzlich Cobra. Das ist dann auch schon richtig, also richtig mies, aber. Naja, gut. Ich habe die Vorräte lieber. Und jo. So, jetzt kriegen wir mal ein bisschen Stress von oben. Und mit der Pistole kann man da nicht so viel ausrichten. Ja, wenn ihr jetzt das Video seht und sagt, i, der hat Last Stand drin, was ist denn das für ein Spaß, was ist denn das für ein Noob? Also ich finde, Last Stand ist jetzt nichts Schlimmes, was an sich, das Problem dabei ist, dass in der Zeit, wo man getroffen, also das erste Mal getroffen wird und quasi in diesen Last Stand Modus fällt, kann man selber schon schießen, wird aber quasi noch nicht gehittet. Also egal, ob man getroffen wird oder sonst was, man überlebt das ohne Probleme. Und ja, das ist ein Bug, den sehe ich genauso wie die Leute, die sagen, Last Stand ist scheiße. Bin ich dafür, dass es gefixt wird. Bei mir ist es einfach so, dass ich, wie man ja hier gut sieht, nicht einer von den ich bewege nicht nur 2 Meter Spielern bin, sondern eher ziemlich aggressiver, aktiver Spieler, der irgendwie möglichst versucht, immer Druck aufzubauen. Und dann ist Last Stand einfach eine praktische Sache, wenn man in die Gegnerhorden reinrennt. Was weiß ich, 4, 5 Gegner vor einem sind, dann kann man immer noch ein paar mitreißen. Das ist natürlich jetzt so mächtig bei dem Black Ops, ist halt ein bisschen doof. Das fand ich beim Modern Warfare auch nicht so schlimm. Also ich reg mich dann genauso über Situationen aus, wo ich dann ein ganzes Magazin auf einen baller, der gerade in der Luft fliegt und nicht stirbt und mich dann tötet, weil ich nachladen muss. Aber, naja. So. Stats, wir haben fast verloren. Lag unter anderem leider auch an mir, weil ich nicht zu schlecht auf B gespielt habe, obwohl wir lange Zeit C hatten.
Aber naja, das kann auch mal passieren. Aber ja, trotzdem wollte ich euch mal auch die Juri und Hind-Geschichten mal zeigen. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal ein oder guckt euch die anderen Videos von uns an. Abonnieren nicht vergessen. Also dann, tschö, tschö und noch einen guten Rutsch.